Ja, liebe Motorsportfreunde, heute treffen wir uns wieder zu einer Folge 1000 Grand Prix, die besten 100 Geschichten der Formel 1. Und ich glaube, an diese Epoche werden Sie sich am besten erinnern. Sie liegt nämlich gerade zurück. Und da haben wir, ich glaube, den besten Gesprächspartner eingeladen. Einen Formel 1-Weltmeister aus dieser Epoche, Nico Rosberg. Wir sind extra nach Monaco gefahren. Danke, Nico, dass du hier mitmachst. Und jetzt müssen wir natürlich gleich mal erst die Frage stellen, wir kommen hierher, wir dachten, du ruhst dich hier auf deinen Millionen aus, jetzt sitzt du im Büro und arbeitest. Wie schaut dein Leben nach der Formel 1 aus? Ja, danke erstmal, es freut mich, dass du auch hier bist und so, dass ihr nach Monaco gekommen seid. Und ja, ich meine, ich habe jetzt viel Spaß gerade im Leben generell. Ja? Auf der einen Seite die Familie, die ich sehr genieße, auf der anderen Seite gebe ich aber nach wie vor auch Gas, ja, weil viele neue Themen, die ich angehe, ein Riesen-Event, was ich aufbaue, wo ich noch nicht drüber reden kann. Die ganze Social-Media-Seite, die mir Spaß macht. Jetzt am Wochenende darf ich einen McLaren Senna auf der Strecke fahren, mal und so weiter. Also viele. Wo fährst du denn? In der Castellet. Ah, okay. Mhm. Aber nicht auf der Formel-1-Strecke, sondern auf der kleinen Driving School. Ah, okay. Mhm. So, und mal schauen, ob es. Das ist nicht so schlecht für Straßenautos, ja, weil Formel-1-Strecken sind meistens zu groß, zu lang für Straßenautos. Mhm. Manchmal besser, wenn ein bisschen kleiner, windiger ist, ja. Also mal schauen, vielleicht wird das ganz cool. Und solche Sachen gehe ich halt, Podcast, großes Thema, ja, wo ich auch mit Bernie und mit Flavio zum Beispiel einen Podcast hatte, was ganz spannend war. Also ähnliche Richtung hier, so wie ihr jetzt gerade macht. Mhm. Ja. Also viele neue Sachen, die gerade thematisch bei mir. Ja. Also du bist aber immer noch nah an der Formel 1 dran. Klar, das hat dann nicht vergessen, klar. Mhm. Also meine Fernseharbeit auch für die Formel 1 macht mir auch viel Spaß, da die Verbindung auch zu halten zu meinem Sport, ja, also für euch auch auf RTL. Bitte einschalten wieder dieses Jahr, da werde ich wieder dabei sein und gleichzeitig mache ich auch Sky, also für die Engländer und international ist das halt, das ist schon super. Aber du hast gerade gesagt, super, mich zu haben jetzt als Gast, für die Story rauszufinden, für die jetzige Zeit. Das Problem ist, es ist alles ein bisschen noch frisch, ein bisschen zu frisch, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern. Naja. Also deswegen, da wird es ein bisschen schwierig. Du hast angefangen 2006, also sie sind 2006. Schon aus der Zeit ist schon ein bisschen einfacher, das stimmt. Aber egal, und dann wollte ich noch sagen, liebe AMS-Fans, ich möchte auch noch mal sagen, was für einen mega Host ihr hier habt in Schmiddi. Mhm. Ja, weil, danke dir. Weil mit Schmiddi seid ihr absolut auf dem höchsten Informationspunkt der Welt, Welt international, in Sachen Formel 1, ja? Weil wenn der Schmiddi im Fahrerlager weiß meistens mehr wie sogar ein Toto Wolff, ja, der auch sehr viel weiß, aber Schmiddi hat noch einen breiteren Überblick. Es ist absolut phänomenal, wie du es geschafft hast, über so viele Jahre dich so stark da zu positionieren, auch in diesem Fahrerlager, und so viel Respekt trotzdem dann auch noch zu haben, obwohl du auch immer noch trotzdem wieder diese Geschichten dann auch wiedergeben musst, natürlich, ja. Das ist eine sehr sehr schmaler Grat, was du echt toll machst. Danke. So. Also ich glaube, ich muss dir heute Abend einen ausgeben. Nein, aber stimmt doch. Ist aber gehen wir mal gleich an den Anfang. Ich meine, wenn der Vater Formel 1 Weltmeister ist, gibt es da beim Berufswunsch überhaupt noch eine Option? Ja, klar gibt es eine Option, aber die Inspiration war natürlich riesig. Weil ich habe das verfolgt. Formel 1 habe ich nicht gesehen bei meinem Vater, aber DTM. Und das waren die Glanzzeiten damals schon in der DTM, ja, 95, 96, gigantisch. Und da haben wir das angeschaut und da habe ich gesagt, boah, also das ist mein Traum, das möchte ich auch eines Tages mal machen. Aber total unrealistisch damals, ja, weil das so groß, so weit weg ist. Ja, ja, aber dann bist du plötzlich in der Formel 1 und ich kann mir vorstellen, der Vater hat einmal aus seiner Zeit erzählt und du hast vielleicht irgendeine Vorstellung gehabt von dem, was der Vater erzählt hat. Wie weit weg war das dann, als du 2006 da angekommen bist, von den Erzählungen? Ich weiß nicht, ich hatte gar keine Vorstellung. Das war einfach so groß. Ich habe es auch ein bisschen, weil mein Vater war ja Manager von Mika. Ja. Dadurch habe ich das sehr nah nochmal verfolgt und auch mitbekommen und war auch im Fahrerlager, habe den Mika so ein bisschen. Und das ist so groß gewesen. Ja, und dann selber da zu sein, das ist schon ein Schock dann anfangs. Ja. Das ist so eine extreme Welt. Ja. Das ist schon, ja. Ja, ich meine, bevor es losgegangen ist bei Williams, ich kann mich noch erinnern, war mal in Jerez, gab es so eine Art Ausscheidungsrennen zwischen dir und Nelson Piquet Junior. Ist da extra für uns da hingeflogen? Sind wir extra damals runtergeflogen, ja. Aber das ist schon witzig, ja, die Söhne der Weltmeister sind da aufeinander getroffen, auch noch bei Williams, wo dein Vater gefahren ist, wo der Nelson gefahren ist. Ja. Wie hast du das damals empfunden? Das war sehr, sehr spannend, aber auch sehr, also nervig, eine Herausforderung, ne? Weil es ging ja wirklich zwischen uns für den Posten. Das war eine Riesenchance, die wir da hatten. Und so eine Chance gibt es jetzt nicht so oft. Und dann, er war halt, er ist ein Riesentalent auch, ja, und war richtig gut unterwegs in der britischen Formel 3. Eigentlich hatten sie sich schon ein bisschen für ihn entschieden. Ich war nur so das Backup, weil ich in der Zeit in Formel 3 nicht so gut unterwegs war, weil es mein erstes Jahr war. Also die Engländer hatten sich schon ein bisschen für ihn entschieden.
der Jonathan Williams war auch riesen Fan von ihm und so weiter. Dann habe ich es aber echt geschafft, mit einfach toller Leistung, die nochmal ins Grübeln zu bringen und nicht, dass wir hier aufs falsche Pferd setzen, und dann letztendlich haben sie für gar keinen entschieden, ja. Weil wir waren so eng beieinander, ja. Dass sie sich, haben sie gesagt, können wir uns für gar keinen entscheiden, weil das wäre nicht fair. Und einen Fehler hat der Nelson gemacht. Ja, der Nelson, weil mein Vater war total zurückhaltend, oben Tribüne, Zeiten genommen, aus. Nelson in der Garage, seinen Sohn massiert und diskutiert und ja. Hinten nochmal und ist alles okay und massiert, ja. Mhm. Das war nicht gut. Und zu viel Druck. Auch für Williams, ja. Mhm. Das haben die überhaupt nicht gut gefunden, dass der Vater da so Eiskunstlauf-Vatermäßig da in der Box war. Ja. Ja, und das war negativ, was mir auch nochmal echt geholfen hat. Mhm. Du bist, bevor du dann in die Formel 1 gekommen bist, warst ja GP2-Meister. Wie weit war dann eigentlich dieser Schritt von der GP2 in die Formel 1? Wie hast du das empfunden, als du dann erstmal getestet hast und in Bahrain am Start gestanden bist, 2006? Ja, es ist fahrerisch, ist es gar kein Problem. Das ist das Ganze da drumherum. Mhm. Ja, die ganze Attention, der Druck, die so viele Menschen, so viele Eindrücke, die da auf einen reinprassen, das ist die Herausforderung. Fahrerisch ist es gar kein Thema. Ja, ja. Ich war auch direkt voll dabei dann in der Formel 1. Ja, schnellste Rennrunde im ersten Rennen. Ja, erstmal beim Problem beim Start, dann schnellste Rennrunde und noch WM-Punkte. Also, genau, das war so ein bisschen von letzter auf den siebten Platz gefahren. In der Achterbahn, oder? Ja. Und die schnellsten 12 Runden gehörten mir oder irgend sowas. Ja. Also nicht nur die schnellste, sondern richtig schnell im Rennen. Ja. Also vom Speed her war das schon okay. Aber das Ganze drumherum, da muss man sich schon dran gewöhnen. Hast du da gedacht, die Jungs, die habe ich im Sack, wenn ich jetzt dann mal in einem richtigen Auto sitze? Also nicht in einem Williams, sondern... Im Gegenteil. Ich bin jetzt nicht der dieses mega Selbstvertrauen oder Selbstverliebtheit hat. Da bin ich nicht so. Da gibt es andere Beispiele in der Formel 1, die dann schon eher in der Richtung sind. Daher, ich bin dann eher so der Unsichere, der nicht sicher ist, schaffe ich das und so weiter. Und deswegen, da habe ich schon ein bisschen Zeit dran gebraucht. Ja. Dein Teamkollege war einer der schnellsten, Mark Webber. Wie hart war das am Anfang gegen ihn? Ja, Marc ist, damals war es seine Höchstphase, denke ich mal, auch im Qualifying. Ja. Mhm. Und das war natürlich nicht einfach, klar, gegen den da zu bestehen. Habe es aber sofort auch geschafft und jedes dritte Mal habe ich ihn im Qualifying geschlagen. Also das war dann schon ganz okay. Ja. Aber es war halt genauso wie manchen das jetzt bei McLaren ergangen ist, ja, ein Stoffel Van Dorn und so. Ja. Das ist so schwierig, wenn du dann in ein Team kommst, wo sowieso noch Chaos drin ist und du Letzter bist. Mhm. Da sich dann zu etablieren als Youngster, ist nochmal doppelt so schwierig, wie wenn du jetzt irgendwo im vorderen Mittelfeld bist und ein paar gute Resultate einfahren kannst und Stabilität hast. Und das hatten wir halt. Totales Chaos. Ich bin so selten ins Ziel gekommen. Das Ding ist die ganze Zeit kaputt gegangen. Ja, das war der Crosswind-Motor, der, glaube ich, ziemlich vibriert hat. Also in die Horrorsituation da reinzukommen, das macht das nochmal doppelt so schwierig. Mhm. Und dann noch in einem Team mit den alten Dinosauriern, mit Frank und mit Patrick. Wie bist du mit denen zurechtgekommen? Da sind ja einige dran gescheitert an den beiden. Ja, da habe ich auch echt Beispiele. Der Sam Michael ruft mich dann nach dem Rennen an in Hockenheim und sagt mir: Nico, du warst uns komplett wertlos dieses Wochenende. Echt? Warum ist das da passiert? Ja, ich habe mich halt erste Runde rausgedreht. Ach so. Im Rennen, ja? Ja. Du warst uns komplett wertlos dieses Wochenende. Boah. Ja. Das sitzt schon mal. Ja. Und dann Patrick Head während dem Qualifying in Melbourne nach Q1, zwischen Q1 und Q2, kommt er zu mir ins Auto, schreit mir quasi, reißt mir, also nicht, nicht ganz, aber so gefühlt war das, reißt mir das Visier auf, schreit mir rein: Nico, du versenkst das Unternehmen, wenn du so weiterfährst. Ja. Irgend sowas, ja? Boah, weil halt lief halt nichts vom Auto her, ja? Ja, ja. Also du versenkst das Unternehmen, wenn du so weiter, du versenkst das ganze Team, wenn du so weiter, weil alles, ich war der Leadfahrer, das war das zweite Jahr dann. Ja. Ich war der Leadfahrer, die sind da schmerzfrei, ja, mit irgendwie Gefühle für Menschen, schmerzfrei, knallhart, knallhart. Und die sind halt an Jones gewohnt, ja. Genau. Oder mein Vater, wo alles egal war, voll immer drauf. Ja. Das sagte Patrick in mir im Qualifying. Ich habe dann P6 geschafft danach. Ja. Ja, also, aber das war nicht wegen ihm. Aber an die zwei hast du dich dann schon gewöhnt, oder? Irgendwann? Nee, da gewöhnt man sich nicht so schnell dran. Nee. Erst jetzt, sehr danach. Ja? Mhm. Für mich waren das auch Helden. Ja? Das waren für mich die ganz, ganz, ganz Großen. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann ist es wieder einer wie jeder. Muss man jetzt nicht so dahinstellen. Ja? Aber wenn man da so jung reinkommt, dann ist das schon sehr, sehr groß. Und so auch so ein Sam Michael, der hatte so eine Führungsmentalität. So eine Respektperson war der. Das war schon nicht einfach.
Aber es hat sich ja dann bei Williams stabilisiert. Du hast dann regelmäßig Punkte gemacht. Ich glaube, 2008 war eine richtig gute Saison. Du warst da zweimal auf dem Podium. 2007. 2007 war eine richtig gute Saison, ja. Kein Podium. Also ja. Das war echt gut. Aber dann warst du zweimal auf dem Podium. Einmal in Singapur, glaube ich, und in Australien in einer Saison mit den Williams. Und dann 2008 war eigentlich eine schlechte Saison mit ein paar Highlights. Ja. Und das beste Jahr war dann 2009. Ja. Da war richtig gut, ja. Also wir hatten ein paar gute Jahre, klar. War auch wichtig für meine Karriere dann. War rückblickend Williams ein guter Einstieg für dich? Der perfekte Einstieg? Alles perfekt. Ja. Weil ich würde es jetzt nicht anders machen wollen. Mhm. Ja? Alles super. Dadurch hatte ich mehr Zeit, reinzukommen. Weil ich hätte mir schwer getan, direkt ganz oben hin. Ja? Ich brauchte da schon ein bisschen Zeit, mich da reinzuarbeiten, diese ganze Formel 1 und so. Und um das zu lernen und mich zu verbessern, zu steigern. Ich bin eh immer jemand, der sich immer sehr stark verbessern möchte und verbessern kann auch. Und deswegen war es gut so. Erstmal ein bisschen Lernjahre, dann mit Mercedes dieses große Projekt starten, wieder von recht weit hinten, und dann zusammen den Aufbau, den Durchbruch und dann am Ende die Welt dominieren da vorne als Team und dann auch letztendlich dann die WM gewinnen, perfekt. Aber du warst jetzt 4 Jahre bei Williams, hast du da jemals das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich aber schon ein Jahr zu lang, hier könnte mir was davonlaufen, ich muss jetzt mal den Absprung schaffen nach ja, oben. Das, also 2007 nach der Saison, da war, also Alonso war weg, ja. Da war sogar McLaren dann eine Möglichkeit für mich, hat der Frank mich aber nicht gehen lassen. Da war sogar richtig viel Geld im Spiel und so, weil 2007 war eine starke Saison für mich. Ja. Und der Frank hat das komplett geblockt. Mhm. Und was aber auch, das war auch immer noch okay für mich. Ja? Ich war immer noch okay, dass ich noch ein paar Lernjahre mache. Und hatte auch, habe mich auch wohlgefühlt bei Williams, weil wir hatten 2007 eine starke Saison. Und dann, die einzige Sorgenphase, die ich hatte, war 2009. Ja. 2009, BMW war eine Möglichkeit für mich, die haben sich dann zurückgezogen. Und dann auf einmal, da sah es schwierig aus. Ja? Mhm. Um dann nochmal, weil Williams war ich eh schon ganz gut unterwegs, ich musste aber jetzt nochmal, jetzt war es fällig, einen großen Schritt zu schaffen in ein Top-Team. Und da war echt schwierig. Und dann habe ich auch Glück gehabt, dass ich auch einmal rausgehört habe, hey, Mercedes macht dir ein eigenes Team. Ja. Und das war mega, mega sensationell. Mhm. Und dann bin ich direkt da, habe ich versucht, mein Vater hat mich schon bei Toyota gesehen. Ja. Der hatte auch schon voll Stress und Panik am Telefon. aber dann war es super und hat mit Mercedes geklappt. Du hast ja meistens selber verhandelt, oder? Du hast dich nicht so sehr jetzt auf... Dein Vater hat dir sicher gute Ratschläge gegeben, aber du hast jetzt keinen den klassischen Manager in dem Sinne gehabt. Nee. Mein Vater hat den Williams-Vertrag gemacht anfangs. Ja. Ja, den zweiten Williams-Vertrag waren wir wahrscheinlich noch zusammen involviert. Und ab dann habe ich komplett alleine die Rahmenbedingungen immer gemacht. Ja. Also Mercedes habe ich selber mit Ross und mit Norbert gemacht. Komplett selber. Ja. Bin zum Ross nach Forte dei Marmi im August in 2009. Mhm. Habe mich bei ihm da zu Hause getroffen. Und ich habe ein bisschen vor Mercedes sogar unterschrieben. Mhm. In dem Wissen, dass es passieren wird. Ja. Und dann, ab dann, die ganzen Mercedes-Verträge habe ich immer selber gemacht und mein Vater hat mich dann schriftlich unterstützt, dass es dann vertraglich nochmal perfekt hinhaut, besonders während der Saison. Weil es ist schon viel, viel Kapazität raubend, dieses Verhandeln und so. Ja, glaube ich. Deswegen habe ich dann im letzten Jahr an Gerhard gebeten für Unterstützung. Da kommen wir noch hin, aber jetzt noch ganz kurz, du bist also bei Mercedes und alle Welt hat gedacht, du fährst mit Jenson Button, der ja dann Weltmeister wurde auf dem Brown GP und plötzlich, kurz vor Weihnachten, fährt da Michael Schumacher. Was hast du im ersten Augenblick gedacht? Crazy, da hat ja niemand mit gerechnet. Und auch ich nicht, ja. Mhm. Und erstmal sogar so ein bisschen Angst. Mhm. Weil das ist der größte aller Zeiten. Kann ich da überhaupt mithalten mit so jemand, ja? Ja. Das ist ja das absolute Weltphänomen. Also schon ein bisschen Angst. Und auch, wie sich das Team intern dann, ich hatte noch nicht mal ein Rennen gewonnen. Der Typ ist 7-maliger Weltmeister, ja. Ja. Und da auch daneben dann zu bestehen, ist jetzt also schon ein bisschen Bedenken, ja. Aber ich bin dann eh immer jemand, ich gehe dann voll rein in die Herausforderung und nehme das an. Ja? Mhm. Aber schon ein paar schwierige Momente dann auch gehabt. Ja. Ich kann mich noch an die Präsentation da in Stuttgart erinnern. Ja. Jetzt, um ehrlich zu sein, ihr wart dann beide auf dem Podium, also für die Pressekonferenz. Ja, ja, ja. Und von 30 Fragen wurden gefühlt 28 an die Schumi gestellt und zwar an dich. Kamst du dir da irgendwo verloren vor? Ja klar, das ist schon heftig, wenn man ist da komplett bedeutungslos daneben. Ja? Und alles Schumi, 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 das ist nicht so einfach. Ja, weil das nicht nur extern so ist, sondern auch intern. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir dann Strategie-Meetings hatten, Anfang des Jahres, wo sogar meine Strategie wird mit Michael diskutiert oder ihm erzählt. Ja. Ich werde gar nicht angesprochen, ich sitze daneben. Echt? Ich werde nicht angesprochen, weil der halt so viel,
so eine starke Präsenz hat, ja, und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und Respekt, ja, dass die komplett vergessen, dass ich daneben sitze. Mhm. Seine Strategie mit ihm, meine Strategie wird auch ihm erzählt. Mhm. Ich denke, das gibt's ja nicht. Aber ich gehe dann da auch voll rein und hab dann dem Strategiemeister, habe ich gesagt, ich verdiene es, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Bitte schau, dass du mich mindestens genauso viel adressierst wie jetzt Michael und perfekt, dann klappt das. Mhm. Wenn man das einmal sagt, versteht er das? Ansprechen? Ja. Dann war das schon okay. Das war unser James Wows, der jetzt immer noch der Chef ist. Ja. Ein großer Mann. Ja, absolut. Und ich meine, wie bist du da reingegangen? Hast du gedacht, okay, der 7-mal Weltmeister, was weiß ich, 91 Mal gewonnen, jetzt schaue ich mir mal alles ab, was der macht, oder hast du immer dein eigenes Ding gemacht? Nein, ich lerne viel. Ich habe viel gelernt und habe auch viel mir abgeschaut. Das ist schon klar. Weil von dem, der ist ja, das gibt ja einen Grund, warum er 7-maliger Weltmeister ist, weil er alles zur Perfektion macht. Ja? Alles. Mhm. Ob es jetzt teamintern ist, mit den Menschen umgehen, die Namen wissen, sogar kleine Sachen, E-Mails schreiben für alle, die Geburtstag haben. Er hat eine riesen Liste geschrieben, echt? Alle Geburtstage, immer eine kleine persönliche E-Mail. Ganz kleine Sachen, ja. Ganz, ganz viel. Und so hat er sich den ganzen Respekt halt aufgesaugt von allen. Und ein ganz großer Bestandteil in seinem Kopf ist halt, den Teamkollegen klein zu machen. Ja. Das ist, aber da muss er gar nicht so drüber nachdenken. Der ist so ein Krieger. Ja. Das ist bei ihm jeden Tag, wenn er aufsteht, drin, ja. Ja, wie mache ich den Teamkollegen klein, weil das ist der erste Gegner. Ja. Und das hat er echt drauf. Ja. Und da habe ich auch viel gelernt, weil das ist nicht einfach. Es kommt alles mit rein. Ja, alles mit rein. Also, zum Beispiel hat die Story mit der Startnummer. Ja, Startnummer, das war ein großes Thema. Ja. Obwohl es eigentlich unbedeutend ist, aber sagen wir, das ist... Eine coole habe ich jetzt sogar, eine coole. Also Startnummer, da hat er gesagt, dass, weil Startnummer war in dem Jahr sogar von Performance-Vorteil. Mhm. Wenn du die, in unserem Fall war das glaube ich 9 und 10, wenn du die 9 hast, bist du im Qualifying in Q3, wenn wir nicht keine Runde fahren, startest du dann als 9. Mhm. Und der die 10 hat, startet als 10, wenn du keine Runde fährst. Mhm. Ja. Also es war wirklich ein ganz deutlicher Performance-Vorteil, die Startnummer. Mhm. Und die 9 stand mir zu. Und dann hat er, weil er gesagt hat, das bringt Unglück für ihn, die geraden Zahlen, hat er dem Ross gesagt, er braucht die 9. Mhm. Der Ross hat sogar das ganze Unternehmen, die ganzen Teilenummern, hat er gerade Zahlen weggemacht für Michael. Echt? Daher weiß ich jetzt, kann man das wirklich so extrem machen, nur um damit mal die 9, oder ist es wirklich wahr, dass er dann, dass er da dann so, wie nennt man das? Superstitious. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst, ja. Abergläubisch. Abergläubisch. Werde ich nie wissen, aber das ging ja von einem zum anderen. Ja? Ja. Also das waren ja nur solche Sachen. Du wolltest aber noch eine andere Geschichte. Ja, also eine coole Geschichte ist, Michael halt super bauernschlau. Ja? Mhm. Mega, mega bauernschlau. Und als Beispiel dann P1. Ist er jedes Rennen abgeflogen von der Strecke, über irgendwelche großen Curbs gehoppelt und hat den Unterboden zerstört. Mhm. Und das Team ist verzweifelt und wir haben alle gedacht, sag mal, der hat das Fahren verlernt. Ja? Da fliegt er jedes Mal, fliegt er da ab. Ja? Und dann am Ende des Jahres, nach dem ganzen Jahr, kommt raus, der hat es extra gemacht, damit er seinen Unterboden kaputt gemacht hat, damit er das Auto niedriger fahren konnte. Ja? Echt? Weil dann hast du eine Ausrede, wenn der Boden dann zu sehr verschliffen ist, kannst du sagen, nee, das ist, weil er kaputt ist. Ja. Ja? Und dann können die dich nicht disqualifizieren. Ja. Ja. Also ist er jedes Wochenende diesen Boden von seinem Auto kaputt gefahren. Mhm. Und man kann das auf der Strecke nicht reparieren, kann man nicht. Ja? Und um dann ein Millimeter oder anderthalb hat er meistens geschafft, tiefer zu fahren als ich. Ja. Und anderthalb Millimeter sind meistens fast ein Zehntel, also 800stel. Ja. Ja? Und das ist aber ein kleines Beispiel, ja? Das kommt am Ende des Jahres raus. Also 800stel pro Runde dadurch. Mhm. Und bis man da mal drauf kommt. Ja? Ja. Also der hat alle Waffen gezogen. Okay. Und aber in diesen 3 Jahren, du warst immer vorne, was hat dir das gegeben? Für meine Karriere war das entscheidend, absolut. Sonst wäre ich dann rausgeflogen und der Louis wäre neben Michael gefahren. Ja. Das ist ja ganz klar. Also das war ganz, ganz wichtig für mich und Riesenerfahrung, ganz viel gelernt, wie man sich gibt, was Motivation heißt, wie man sich teamintern, alles unglaublich. Seine Leidenschaft auch, die er da an den Tag bringt. Ne? Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Jeden Tag drüber nachdenken, was kann man noch besser machen mit dem Team. Teamwork, der hat die alle eingeladen nach Hause, Fahrradfahren, echt? Alles solche Ideen und Beispiele, wo man sieht, wie wichtig das ist, die,
dass man alleine kann man nichts schaffen, ja? Nur zusammen im Team. Ja. Und das habe ich alles mit auf den Weg genommen. Ich meine, du hast ja den Michael als Williams-Fahrer damals natürlich noch, und natürlich war der Williams nicht in der Liga wie der Ferrari, ihn quasi noch in seiner ersten Karriere erlebt. Ja. War er in seiner zweiten noch der gleiche? Kann man das beurteilen? In allem schon, außer in der absoluten Performance. Ja. Ja. Er war teilweise, glaube ich, noch so gut, manchmal. Mhm. Er hat Pole Position gefahren in Monaco. Ja, Monaco, genau. Darf man nicht vergessen, ne? Ja. Pole Position im Mercedes in Monaco 2012 mit 42 Jahren oder 43. Ja. Auch nur, weil ich einen Defekt hatte, aber das lassen wir mal außen vor. Und daher, er war wirklich teilweise noch sehr, sehr, sehr schnell. Auch im Regen hat er mal ein paar Mal ein Performance gemacht, das einfach crazy war für mich, auch von einem anderen Planeten. Ja. Aber es fehlte so ein bisschen die Konstanz und die Anpassungsfähigkeit. Beispiele waren mit DRS. Ja. Da hat er echt gebraucht, automatisch zu merken, dass wenn er mit DRS auf ist beim Überholen, dass er da 15 km/h mehr drauf hat. Mhm. Da hat er echt 5, 10 Mal gebraucht und auch ein paar Unfälle gemacht dadurch, weil er sich einfach das nicht... Wenn es nicht rechtzeitig zugegangen ist zum Beispiel? Oder, weil er das nicht einschätzen konnte, dass er auf einmal 15 km/h mehr hat. Okay. Mhm. Weil er das von seiner Zeit nicht kannte. Ja, ja. Und das war einfach neu und da fehlten so ein bisschen diese Anpassungsmechanismen manchmal. Und deswegen war es halt ein bisschen unkonstanter. Ja, aber sonst die Peaks waren echt saustark nach wie vor. Ja. Aber es hat natürlich nicht geholfen, dass wir so Mist dastanden als Team. Mhm. Wenn wir dann vorne sind, kann es wieder was ganz anderes sein vielleicht. Ja. War halt auch eine schwierige Situation. Jetzt warst du 2012 dann in China das erste Mal ganz oben gestanden. Was schießt einem da durch den Kopf? Ja, mega, dass nach so langer Zeit das dann geklappt hat. Ja. Weil das war dann über diese ganzen Jahre, wurde das fast so als mein großes Ziel, ein Rennen mal zu gewinnen. Mhm. Ja. Weil das schien fast unmöglich, nach so vielen Jahren, ja, immer so weit weg, ein Rennen mal zu gewinnen. Das war dann schon das ganz große Ziel dann teilweise. Mhm. Dann habe ich das geschafft. Das ist ein riesen Tag gewesen. Ja. Ja. Ganz, ganz toll, Riesenfreude. Ja. Und das dann mit Mercedes, die ganze Geschichte und so, perfekt. Hat man gemerkt dann in der Zeit, 2013 hast du ja dann zwei Rennen gewonnen, hat man gemerkt in der Zeit, hier geht's aufwärts, da kann schon noch mal in der Weltmeisterschaft mit rausspringen? Also 2012 habe ich da fast nicht mehr dran geglaubt, ja, weil das war ja ein Jahr nach dem anderen. Und dann kam auch noch Toto. Ja, und dem Toto konnte man ja auch nicht jetzt die neue, große Hoffnung zuschieben, ja, weil der hat ja null Ahnung gehabt und hat mal ein bisschen DTM gemacht. Mhm. Was soll der jetzt hier nach vorne bringen? Ja. Ja? Also das war jetzt auch nicht so der große Moment für uns teamintern. Mhm. Niki hatte auch keinen Erfolg in der Formel 1 in der Vergangenheit, also das war auch nicht der große Schub, ja. Mhm. Und also das sah nicht gut aus. Das sah echt nicht gut aus. Und dann, also der eine ist halt unser Aerodynamiker dann letztendlich. Ja? Das hat man dann schon gesehen, weil für 2013 hat er das erste Mal ein eigenes Auto gemacht. Wie heißt er? Mike Elliott? Ja, oder? Mike Elliott. Mhm. Und dann 2013 war schon erstmal so ein richtig großer Schritt, ja? Ja. Wo wir Pole Positions ohne Ende gefahren sind, auch Anfang des Jahres auf einmal. Und da hat man schon gesehen, okay, hier geht schon irgendwas. Es geht schon in die richtige Richtung. Und da hat halt Aldo Costa und Mike Elliott so das erste Mal so richtig eine große Rolle gespielt in dem Fahrzeugbau. Ja, und das ging dann schon. Und dann bei Toto habe ich auch sehr, sehr schnell gesehen, das war ein Abendessen, da habe ich schon gesehen, okay, der Typ hat es drauf. Ja. Ja, der braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um sich dran zu gewöhnen, aber das ist, der hat es echt drauf. Mhm. Ja, also das war toll, das auch dann so schnell zu sehen. Er fand mich auch übrigens nicht gut anfangs. Mhm. Der hat auch sein erstes Kommentar war so ungefähr, ey, der ist ja voll überbezahlt, der Typ. Mhm. Was macht ihr überhaupt mit dem Typen hier? Ja, weil ich habe ja noch nicht mal ein Rennen gewonnen bis dahin. Ja. 2012 doch eins. Mhm. Also ich glaube, da gegenseitig haben wir uns sehr schnell schätzen gelernt da. Mhm. Und dann ging es richtig aufwärts. Ja. Ja. Das war schon stark. Ja. Und ab 2014 seid ihr dann beständig um den Titel gefahren. Jetzt natürlich der Feind im eigenen Team, wieder ein Feind. Jetzt ein ganz anderer Typ als der Michael. Wie kann man die vergleichen, Louis und den Michael? Ja Mann, da hatte ich doch endlich mal den Michael geschafft. Ja. Und dann kam der Louis. Ja. Oh Mann. Ja. Und den kannte ich natürlich aus Go-Kart-Zeiten. Das hat mir wahrscheinlich ein bisschen geholfen, weil ich wusste, dass ich ihn schlagen kann. Mhm. Aus der Zeit. Ja. Obwohl Formel 1 ist immer wieder ein anderes Thema. Ja. Also von daher... Aber ja, dann da war ich eigentlich dann schon okay. Das war Michael war heftiger, als ich erfahren habe, dass Michael kommt. Weil Louis ist so ein bisschen auf meiner Augenhöhe. Ja? Ja. Der ist nicht so ein Außerirdischer gewesen dann in dem Moment für mich. Von daher, das war schon okay dann. Aber auch genauso schwierig intern. Er war der große Weltmeister, der Engländer, der dann da ankommt. Und ich habe nur ein Rennen habe ich bis dahin gewonnen. Ja. Nichts anderes.
Also das war schon auch dann intern schwierig. Ja. War der politisch genauso gerissen wie der Michael? Nee, komplett anderer, ja. Komplett anders. Inwiefern? Also Louis ist sehr gut auf Top-Ebene, ja, die zu motivieren, aber wirklich nur im Board, so ungefähr. Bei allen anderen, das macht er nicht, da hat er nicht so ein Interesse für. Aber auf Top-Ebene, das macht er gut, die alle versuchen, in sein Boot zu holen. Das ist schon gut. Da macht das ist ähnlich wie Michael dann in der Form. Aber sonst von der Arbeitsethik her und so, das ist dann schon was anderes. Ja? Der ist eher so ein. Der Louis macht viel mehr auf Naturtalent einfach. Ja. Instinkt, Naturtalent. Und Michael war einfach das komplette Paket. Mhm. Und Louis hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Naturtalent als Michael noch. Ja. Weil der Louis hat eins der größten Naturtalente, die unser Sport je gesehen hat. Und so macht er dann den Unterschied. Mhm. Ja. Ich meine, ihr zwei wart ja dann alleine quasi im Kampf um die Weltmeisterschaft. Vielleicht, ja, ein Jahr war der Ferrari gut genug, wo es vielleicht hätte schaffen können. Aber im Endeffekt ist einmal, wo Sebastian gekommen ist, war so einigermaßen. So, mit drei Rennen hat er immerhin gewonnen. Ja, gut, okay. Aber die anderen Jahre war der wirklich alleine. Ja, ja. Wenn du nur diesen einen Gegner hast, wie schwierig ist das? Und ihr habt ja seit dreimal dann, glaube ich, auf der Rennstrecke aneinander geraten. Ja, ich habe da nichts anderes mehr gesehen. Ja. Es war, als ob wir beide da Rennen für Rennen halt um die WM fahren. Mhm. Und das ist halt, das ist sau schwierig, weil die ganze Welt guckt und das Team interne ist halt auch so schwierig. Ja. Weil das ist so eine Wand, die da entsteht, ja, Team intern und so politisch innen drin schwierig, das anzugehen. Ja. Und da dann, dass da die Balance beibehalten wird. Ja. Und das war ja ein paar Mal, ist ja schon eng zugegangen. Ja. Also es war schon ein paar Mal heftig. Ja. Ja. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, da gibt es die Rosberg-Truppe, also deine Mannschaft, Mechaniker, Ingenieure, wie auch immer, die stehen hundertprozentig zu dir und dann beim Louis, die stehen hundertprozentig zum Louis. Wo muss man dann ansetzen? Wo kann dann das Pendel hin und her schwingen? Ist das nur bei den Bossen oder gibt es da noch andere? Ja, Teammanager, Bosse, Head Engineer, der in der Fabrik die Autos baut, wer kriegt den Motor mit 5 PS mehr, weil es gibt nie den gleichen Motor zweimal, es gibt immer einen Motor, der besser ist, wer kriegt das erste Chassis, wer kriegt das zweite Chassis, wer darf, das geht ja von einem ins nächste, das geht ja bis ins Tausendste, wer testet am ersten Tag, was das für Riesendiskussionen immer waren, dass das alles fair zugeht, Riesendiskussion, was da für Energie reingeht. Ja. Es war eine Riesendiskussion nach diesen drei Kollisionen. Also ich glaube, die erste war ja 2014 in Spa und dann in 2016 war gleich mal zwei, die in Barcelona und dann später nochmal in Österreich. Ja. Ja, wie nimmt man das als Fahrer mit? Ich meine, die Welt, die spricht natürlich und da ist eine Woche lang in den Zeitungen, geht es nur um dieses Thema hin und her. Da gibt es Leute, die sind auf der und auf der anderen Seite. Aber wie sieht man das intern, wenn man in so eine Kollision verwickelt ist? Ja, das wird der absolute Fokus. Ja. Da wird alles andere vergessen. Ja. Da geht es nur noch darum, auch intern. Ja. Und besonders, weil der Druck von außen so groß ist. Mhm. Das hat halt einen riesen Einfluss, was du schreibst hier in der AMS. Ja. Das hat dann nochmal riesen Extra-Druck bei uns. Ja. Ja. Also nicht unterschätzen, was ihr hier von draußen für Monster-Druck aufbauen könnt. Ja. Das ist nicht ohne. Aber als Fahrer sagt man natürlich immer, der andere ist schuld. Oder ist das so ein Reflex? Nein. Nein, teilweise haben wir auch die Schuld dann auf uns genommen. Okay. Mhm. Ja. Gegenseitig. Ja. Aber meistens war das schon der andere Schuld. Ja. Aber jetzt, glaube ich, eins müssen wir so das zum Problem, Ende. Entschuldigung, das Problem ist, der Louis, der hat das so geschickt immer gemacht. Mhm. Das war das Problem. Der hat so ein Talent auch für diese instinktiven Momente im Duell. Ja. Ja, immer es zu schaffen, so die Grauzone bis ans äußere Limit auszulotsen, aber ohne so den Schritt darüber zu gehen, wo es dann ganz deutlich seine Schuld ist. Ja, ja. Das war auch dann so eine Herausforderung, weil der das so stark gemacht hat immer. Mhm. Und wenn ich dann probiert habe, mal dagegen zu halten, dann bin ich direkt über die Grauzone hinausgeschossen. Mhm. Ja. Also das war schon eines der schwierigen Knackpunkte. Ja. Jetzt kommen wir dann schon eher zum Ende. Dann hat dieses irre Finale da in Abu Dhabi, das ja von einer ganz komischen Spannung gelebt hat. Ne? Der Louis war vorne und fährt langsam. Ich fand's nicht so komisch. Nee, fährt langsam. Hast du es von Anfang an die Taktik durchschaut? Hast du von Anfang an damit gerechnet, dass dieses Rennen so laufen wird? Ja, klar, weil wir hatten es ja schon im Strategie-Meeting. Ja, aber da haben sie es ihm ja verboten, haben sie ihm gesagt. Ja. Ja, weil, das ist halt der ganz wichtige Punkt. In Monaco habe ich ihn vorbeigelassen, in dem gleichen Jahr. Genau, und habe ihm den Sieg dadurch geschenkt. Mhm. Ja, der hat nie gewonnen sonst. Ja.
ich habe ihn wirklich vorbeigelassen. Ja? Weil durchs ganze Jahr, egal wie es bei uns steht, zählt halt die Regel, Team zuerst, ja, wenn es um den Sieg von einem jeweiligen Rennen geht. Mhm. So, und das zählt halt dann sowohl in Monaco, auch als in Abu Dhabi beim WM entscheiden, das ist egal, wie die Situation ist. Ja? Team immer zuerst, das ist so eine Grundregel. Ich habe mich dran gehalten und er halt dann nicht in Abu Dhabi, ganz im Gegenteil. So. Und das war halt so ein bisschen, das ist halt das Schwierige dann. Ja, und mir war das schon klar, weil vorher war schon ganz klar, es ist fast ihm gesagt worden im Strategie-Meeting, was er so nicht machen darf. Ja? Ja, ja. Weil was könnte Probleme verursachen? Und dann hat er natürlich genau das gemacht. Das war genau das Langsamfahren, damit wir da irgendwie nochmal reinfallen in das Chaos da hinten. Ja. Und das hat er wie im Lehrbuch executed zur Perfektion. Immer da langsam, wo man nicht überholen kann und dann Vollgas in der Passage, wo man überholen kann. Ja. Besser geht's nicht. Mhm. Aber das macht es halt alles umso schöner. Ja, aber hast du dann hinten im Cockpit gekocht? Weil du wusstest ja, was er für ein Plan hat. Eins der schwierigsten Momente meines Lebens. Ja. Noch nicht mal vom Rennsport, meines Lebens überhaupt. Als du Verstappen überholen musstest. Ja, solche Beispiele, auch das ganze Rennen dann, ja. Mhm. Boah, weil ich habe wirklich, in meinem Kopf habe ich die WM in dem Rennen zweimal verloren. Mhm. Ich war in meinem Kopf schon wirklich verloren. Mhm. Und dann habe ich sie wiederbekommen, dann habe ich sie nochmal verloren. Ja. Und dann habe ich sie am Ende dann doch noch bekommen. Ja. Also das war schon monsterhart. Ja, und der Moment, wo du über die Ziellinie gehst, wo du weißt... Erstmal Erleichterung. Ja. Die Freude kam dann erst später. Okay. Erstmal ganz große Erleichterung, dass es geschafft ist. Und dann so, als die Vivian dann mir dann ins Ohr redet, dann kam dann die ekstatische Freude. Ja. Ja, und dann kam 5 Tage später der ganz große Knall. Ja. Ja, ich hätte es natürlich lieber einen Monat später gemacht. Ja. Aber nur fürs Team musste ich das so schnell wie möglich machen. Ja. Und auch so schnell wie möglich entscheiden. Mhm. Also ich habe das wirklich nur fürs Team dafür, weil das war für mich nichts. Ich hätte so gerne nochmal einen Monat einfach gefeiert. Ja. Und dann erst, okay, den Knall setzen, ich höre auf. Ja? Ja. So war das... hat das voll in meine Feierlichkeiten reingespielt und auch den Fokus von meinem Feiern weggenommen. Mhm. Also das war für mich jetzt, aber ich darf mich nicht beschweren. Nee. Nur fürs Team habe ich es so schnell wie möglich gemacht. Aber du wusstest ja schon am Sonntag, quasi am Abend, oder, dass es so kommen wird? Jetzt hast du da noch 5 Tage. Ja, ich weiß nicht, ich wusste nicht, ob ich mich traue. Okay. Mhm. Also dass es so kommen wird, habe ich dann erst wirklich gewusst, dass ich mich dann getraut habe, diese Pressekonferenz und so zu machen, weil das ist ja so ein Monsterschritt komplett. Mhm. Das ist ja so extrem. Ja, also ich wusste, dass das ist, was ich machen wollte. Ja. Aber das Machen ist nochmal was ganz anderes. Ja. Und das Schlimmste war es, glaube ich, deinem Vater zu sagen, oder? Ja. Keke hat mir mal erzählt, er hat das letzte erfahren. Nein, das Problem war, kurz vor meiner Weltpressekonferenz habe ich meinen Kumpel angerufen, der hier auch sitzt jetzt in dem Raum gerade. Ja. Weil das ist mein bester Kumpel. Ja. Und der ist auch riesen Fan vom Rennsport und von mir dann auch gewesen und so, ja. Und ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt aufhöre und dann war totenstille am Telefon und dann sagt er, jetzt weiß ich, wie meine Schwester sich gefühlt hat, als Take That auseinandergegangen ist. Ja, ja? Okay. Und die hat eine Woche durchgeweint im Zimmer, hat sich eingeschlossen. Ja. Und boah, da war ich erstmal so kaputt. Ja. Und danach wollte ich meine Eltern anrufen, dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, weil ich bin manchmal ein bisschen näher am Wasser gebaut. Mhm. Sagt man auch beim Weinen, genau, oder? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, nicht, dass ich mir dann einen abweine hier in der Pressekonferenz. Ja. Das geht nicht, da kann ich ja nicht mehr, reden. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich muss das jetzt lassen. Mhm. Habe ich meiner Mutter eine SMS geschrieben, sagt dem Papa auch bitte. Ja. Ja. Oh Mann. Ja. Und dann habe ich dann nach der Pressekonferenz sofort angerufen. Ja. Und der Gerhard hat ja nichts gewusst, der damals noch diesen Vertrag gemanagt hat. Gerhard habe ich dann auch SMS geschrieben, ja. Der ist auch vom Glauben abgefallen. Ja, genau. Weil, ja, das ist natürlich... verschiedene Leute können es überhaupt nicht verstehen, andere können es verstehen. Mhm. Ja, das ist halt eine extreme Entscheidung, wo es klar so oder solche Meinungen gibt. Aber letztendlich kommt ja nur darauf an, was für mich dann das Richtige ist. Ja. Und du bist heute noch happy. Ja, so sensationell. Besser geht es nicht. Also und auch das ist großes Glück, weil kann ich ja nicht wissen. Mhm. Ja, das ist so extrem, das kann so oder so kommen. Nach klar. einem Jahr, dass man denkt, oh scheiße, was war das für eine Vollkofferentscheidung. Mhm. Ja? Aber ich sitze jetzt hier und das ist das Beste gewesen, für mich das so zu entscheiden. Mhm. Ja, für alles, für mein restliches Leben. Ja. Es war einfach perfekt so zu Ende gegangen. Ja, und für dich natürlich auch perfekt, dass der Lewis jetzt vielen Leuten auch zeigt, wie gut er ist, auch im Kampf gegen die anderen. Also du hast quasi den Besten dieser letzten Epoche geschlagen im Kampf um die Weltmeisterschaft. Ja, das ist aber jetzt nicht etwas, was bei mir irgendwie da mit reinspielt. Ich wusste es eh, dass er einer der Besten ist. Ja? Mhm. Ich habe es gesehen, was er macht in dem gleichen Auto wie ich. Ja. Und daher, das ändert nichts. Also das war perfekt so. Und
Auch wie das alles passiert ist, ja? Mhm. Die Herausforderung, das interne Duell, wie das letzte Rennen war. Besser, geht nicht besser. Okay, wenn du jetzt siehst, die 11 Jahre, die du in der Formel 1 erlebt hast, wie sich jetzt die Formel 1 weiterentwickelt, geht sie einen guten Weg? Einfach nochmal zum Schluss einen Blick in die Zukunft. Also sportlich ist es momentan nicht ideal. Und wirklich, bei mir ist Fokus auf diese Aerodynamik. Mhm. Ja, die nimmt so viel Duelle weg, weil du kannst einfach nicht folgen. Und das ist so extrem wie noch nie gerade. Ja. Wir hatten letztes Jahr, komischerweise war dann trotzdem viel mit Überholen. Da ist Pirelli, können wir Pirelli sehr dankbar sein. Die spielen da immer eine große Rolle, wenn es zu Duellen kommt, ja, mhm, wegen Reifenverschleiß oder Reifen, die nicht funktionieren oder so. Mhm. Also denen können wir echt dankbar sein für viel Entertainment. Ja. Aber im Grunde diese Aerodynamik gerade, das ist einfach nicht gut. Ja. Toll, dass sie so schnell sind, da sieht man die Begeisterung der Fahrer. Das ist schon wichtig. Ja, die Fahrer freuen sich riesig, diese Autos zu fahren, weil es so schnell ist. Aber ja, und da müssen die halt dran arbeiten. Deswegen haben die jetzt auch in seltenem Fall sich alle mal geeinigt, alle Teams. Was für mich auch, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, weil das ist ja unglaublich, dass sie sich alle geeinigt haben, nochmal Reset zu machen mit ihrer Aerodynamik und nochmal von Null anzufangen in Sachen Autoentwicklung, weil das ist so ein Riesenschritt, dass es für alle echt nochmal Null ist fast. Ja? Ja. Unglaublich, also verstehe ich gar nicht, dass Mercedes, Ferrari, die jetzt gerade vorne sind, sowas akzeptiert haben und somit jetzt Red Bull die Chance geben, echt nochmal das beste Auto hinzustellen. Wahnsinn. Also da haben die echt mal an Sport gedacht. Toll. War auch dringend nötig. Ja. Und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr oder dieses Jahr mit dem neuen Reglement das Überholen ein bisschen besser wird. Dafür ist es gemacht, dass die Autos näher folgen können. Und dann für 2021 ganz wichtig, dass da ein großer Schritt passiert. Nochmal ein großer in die Richtung dann, Weil wir wissen ja, MotoGP, ja. Wenn wir uns das angucken, das macht einfach noch mehr Spaß teilweise. Mhm. Weil da diese Duelle überholen, zack, 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 das muss man sehen. Ja? Ja. Und das brauchen wir in der Formel 1 umso mehr. Und ich hoffe, aber da haben wir mit Ross Brawn den Besten am Ball. Von daher geht alles schon in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass der das schafft, dass auch andere Teams mehr Chancen haben, Erfolge einzufahren, Podium, das ein bisschen weniger planbar ist. Ja? Dass nicht nur immer Mercedes, Ferrari mit ein bisschen Red Bull. Ja. Das wäre schön. Sonst passt alles, finde ich. Ja? Ja, sind Sie auch der Meinung, liebe AMS-Fans? Absolut, wir sind da. Bist du auch der Meinung? Ja, bin ich auch der Meinung. Ich hoffe, es ist genug, was Sie jetzt geändert haben. Es wird wahrscheinlich noch was kommen müssen. Ja, nee, und das Gute ist, dass Sie jetzt was ausprobiert haben. Jetzt wird man sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja. Wenn es nicht funktioniert, kann man immer noch mal für 21 gegensteuern. Wenn man jetzt nichts gemacht hätte und hätte sich voll auf 21 verlassen, hätte man vielleicht 21 gemerkt, wir gehen im falschen Weg. Ja, aber schwierig. Ja. Das ist ja nicht so messbar. Ja. Ja, das ist schwierig, das so dann zu sehen. Ja. Aber ich habe einen Vorschlag. So, jetzt kommt es hier live auf AMS. Okay. Obwohl, den habe ich einmal schon mal in der Bildzeitung gesagt. Macht nichts. Aber ihr seid ja die Experten, deswegen. Also, die beste und einfachste Art und Weise, die Aerodynamik an einem Auto zu verbessern, ist Fahrzeughöhe vorne. Mhm. Ja? Ganz schnell, zack, und dann hat man einen riesen Fortschritt. So. Also, warum nicht, dass man, weil ich finde, es ist ja unfair, dass nur wenn man hinterher fährt, dass man selber an seinem Auto dadurch viel Aerodynamik verliert. Mhm. Macht ja keinen Sinn. Klar. Müsste ja immer gleich bleiben. Ja, ja. Ja? Und nicht nur, weil man da auf einen aufkommt, man auf einmal seine eigene Aerodynamik verliert, weil die Luft dreckig ist. Ja. Macht ja keinen Sinn. Also müssen wir gucken, dass wir das in dem Fall, wenn wir da aufkommen, dass die Aerodynamik nominell gleich bleibt für den Hinterherfahren, damit er dann auch die Chance hat zu überholen. So, beste Art und Weise, man limitiert die Fahrzeughöhe auf irgendein Limit, 10 mm. Ja. Und wenn du nahe kommst, du hast ja Messungen am Auto, die Downforce messen. Ja. Wenn die Downforce-Messung sagt, okay, jetzt fängt man langsam an, Downforce zu verlieren, geht die Fahrzeughöhe vorne langsam mit und passt sich an. Okay, bis man dann direkt dahinter ist und dann hat man den Maximalunterschied und man ist wieder ganz auf dem Boden, 10 mm runter und hat somit seine nominelle Aerodynamik beibehalten. Ja. Ganz einfach. Ja. Automatisches System, zack. Mhm. Ja. Und somit kannst du dann überholen. Bräuchte man eine aktive Aufhängung dazu, aber das wäre machbar. Ja. Genau, aktive Aufhängung, die sich da anpasst an die automatische Aerodynamikmessung und aus. Okay, super Vorschlag. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten wirklich einen klasse Einblick in die letzten 15 Jahre, kann man sagen, von der Formel 1. Und ja, wir hoffen, dass das alles so kommt in der Formel 1, wie du dir das jetzt gerade ausgemalt hast. Und ich glaube, den Vorschlag müsstest du noch Ross Brawn machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Und bitte immer weiter AMS gucken. Ja? Ihr seid hier auf dem Top-Stand, also versprochen. Ich frage selber an Schmiddi immer, wie es aussieht. Ich muss jetzt auch los, Schmiddi. Meine Tochter wartet zu Hause. Ich muss sie zum Ballett nehmen.
Deine Tochter? Ja. Ich gehe jetzt zum Ballett. Wunderbar. Okay. Ja, ich muss ihr noch das rosa Tütü anziehen. Okay. Ja, siehst du mal, das ist die Zeit. Das ist mein erstes Mal heute. Mein erstes Mal beim Ballett. Also mal schauen, bin gespannt. Wie alt ist deine Tochter schon? 3. Oh, geht aber schon früh los mit dem Ballett. Ne? Ja. Ja, ist ja fast wieder vorne. Kinderballett. Ja, gut. Okay, alles klar. Also, danke, ciao.